Heute gab es die ersten Pflaumen im Garten. Davon habe ich euch erstmal, oh, euch ist jetzt übertrieben, mir persönlich ein Stück Pflaumenkuchen gebacken. Ein Stück Pflaumenkuchen mit Streusel. Für unseren Pflaumenstreuselkuchen brauchen wir Butterstreusel. Rechts oben im Bild zu sehen. Diesen Butterstreusel werde ich als Boden verwenden und auch nachher, um oben als Belag noch raufzustreuen. Ferner Pflaumen. Ich habe hier eine Pflaume, die ist noch relativ fest. Eignet sich zum Backen wunderbar, weil die ja nicht ganz so stark saften. Dazu werden wir eine Art Sandkuchen machen. Dafür benötigen wir Mehl, Speisestärke, Eier und Butter. Natürlich kann man anstatt Butter auch Margarine nehmen. Als Trieb setze ich hier, wie gesagt, Eier ein und auch noch zusätzlich Backpulver. Als Gewürz verwende ich Vanille. Hier haben wir in einer Mühle getrocknete Vanilleschote drin. Gibt es auch ein extra Video, werde ich euch auch verlinken. Des Weiteren verwende ich als Gewürz Vanille, wie gesagt, Zitrone hier in der Flasche. Ich habe keine frische abgeriebene. Rum und Salz. Um der ganzen Sache so ein bisschen Farbe zu verleiten, werde ich hier Kurkuma verwenden. Kurkuma ist Hauptbestandteil vom Curry. Geschmacklich wird es nicht zum Tragen kommen, es färbt eher. Kommen wir jetzt zu den Pflaumen. Man kann, wenn man keine Maschine hat, einfach einschneiden die Pflaume, den Kern entfernen und die Pflaume auch noch mal hier so einteilen. Gibt nachher dann so eine Viertel, die aber zusammenhängen sollten. Oder ich habe hier so ein Billigteil, habe ich mir auch von unten Discounter mal geholt, habe ich schon jahrelang. Reicht für die 2-3 Kuchen, die ich im Jahr mache, vollkommen aus. Gleiches Prinzip, Pflaume sieht nachher dann so in solchen Segmenten aus. Sieht auf dem Kuchen nachher einfach schöner aus. Dann werden wir jetzt mal den Teig bereiten. Ich gebe meinen Zucker, meine Butter. Natürlich kann man auch anstatt Butter Margarine nehmen. Genauso ist es relativ egal, ob ihr jetzt hier Sauerrahmbutter nehmt oder Süßrahmbutter. Werdet ihr keinen Geschmacksunterschied feststellen. Jedenfalls nicht im Kuchen. So gegessen ja, oder im Buttercreme auch, aber nicht im Kuchen, wo andere Zutaten drin sind. Dann gebe ich meinen Rum dazu, mein Salz. Salz ist hier reinweg Geschmacksträger. Meine Zitrone, wie gesagt, frische wäre schöner, habe ich aber nicht da heute. Meine Vanille. Einziger Nachteil an dieser frischen Vanille ist, man sieht nachher im Kuchen so leicht schwarze Punkte. Im Sandkuchenteig ist es nicht ganz so schlimm. Wenn ihr jetzt ein Buttercreme machen würdet, da wäre es diese schwarzen Flocken zwar ein Qualitätsmerkmal, aber man sieht es halt. Und viele sagen, es ist dann Dreck. Dann gebe ich jetzt ein bisschen Kurkuma zu. Kurkuma einzig und alleine, um den Teig zu färben. Sparsam verwenden, weil sonst kann es passieren, dass es irgendwann aussieht wie eine Ampel. So, diese Zuckergemisch lasse ich jetzt erstmal kurz glatt laufen. So, wenn das glatt gelaufen ist, das heißt eine schöne homogene Masse, dann gebe ich meine Eier dazu. Lassen wir dieses auch glatt laufen. Und da glatt laufen meine ich jetzt verrühren. So, wenn das alles verrührt ist, kann ich mein Mehl zugeben. Ich habe bei den Gewürzen vorhin mein Lieblingsgewürz vergessen aufzuzählen bzw. auch reinzumachen. Donkerbohne, relativ umstrittenes Gewürz. Mir schmeckt es aber wunderbar. Also werde ich da auch noch so eine halbe Bohne von reinreiben. Tonkabohne, auch
zu beziehen über Amazon, werde ich euch unter dem Rezept, da stehen auch noch diverse andere Links, mit verlinken. Jetzt gebe ich mein Mehl rein. In dem Mehl ist jetzt schon das Weizenpuder, also die Weizenstärke drin und mein Backpulver. Dieses verrühre ich jetzt. Nicht aufschlagen, sondern auch nur verrühren. Denn auch hier wieder kurz ankratzen, damit sich keine Mehlreste oder Butterreste am Kesselrand absetzen. Bei Mehlresten hättet ihr nachher dann so eine trockenen Stellen im Kuchen. Will man ja möglichst vermeiden. So, wenn das jetzt alles verrührt ist, aus der Maschine nehmen. Wie gesagt, verrühren, nicht mit einem Schneebesen oder irgendwie aufschlagen, weil der Trieb soll einzig und alleine durch die Eier bzw. durch das Backpulver kommen. So, jetzt kommen wir zum Zusammensetzen des Kuchens. Ich habe hier mein Backblech, handelsübliches Backblech aus dem Ofen. Hier eine Silikonmatte, das erspart mir dieses Auslegen mit Backpapier. Ein Aluring, man kann natürlich auch eine Springform nehmen, 28 Durchmesser. Die haushaltsüblichen haben meistens 26, der ist hier 28 und hat eine Höhe von ca. 6 bis 8 cm. Jetzt nehme ich mir meinen Streusel, streue den einfach unten rein. Ein Streusel ist hier nichts anderes als eine Variante eines Mürbteiges. Wie gesagt, Streusel ist, wird euch extra verlinkt, die Rezeptur und die Herstellungsweise. Den drücke ich jetzt einfach so ein bisschen fest. Warum nehme ich keinen Mürbteig? Weil ich jetzt einfach keine Lust hatte, mir für diesen Kuchen extra noch einen Mürbteig auszurollen und den vorzubacken bzw. auch ungebacken unten runterzulegen. Diesen Arbeitsschritt spare ich mir jetzt hiermit. Als nächstes gebe ich jetzt meinen Sandkuchenteig hier rauf, verteile ihn ein wenig. Lege jetzt die Pflaumen rauf. Legt nicht zu viel Pflaumen rauf, weil dann wird es zu saftig. Also stellt sie nicht zu gerade, sondern legt sie eher so hin. Weil wenn es nämlich zu saftig wird, dann kann es nämlich durchaus passieren, dass der ganze Kuchen ein Klitsch wird. Jetzt seht ihr auch, warum man die so einschneiden soll, weil sich das dann einfach wesentlich besser hinlegt. So, jetzt habe ich meinen Kuchen belegt. Ich habe aber noch eine ganze Menge Pflaumen übrig. Einfach im Endeffekt auseinanderreißen und in die Zwischenräume reinpacken. Die Rezeptur nachher, die Grammzahl wird genau ausreichend sein hier für diese 28er Form. Die Pflaumen habe ich vorher, bevor im Entstehen, gewogen. Zum Schluss geben wir jetzt unseren Streusel noch rüber. Der Streusel hat den Vorteil, dass er jetzt auch noch entstehenden Saft, der jetzt zwangsläufig beim Backen aus der Pflaume austreten wird, noch so ein bisschen aufsaugt. Das Ganze schieben wir bei ca. 180, 190 Grad in den Ofen. Oberhitze, Unterhitze. So, 180, 190, 200 Grad Ofenart und Einstellung des Thermostates, Oberhitze, Unterhitze. Backzeit schätze ich jetzt mal so eine gute Dreiviertelstunde, Stunde.
So, der hat jetzt genau 55 Minuten gestanden. Wenn wir uns den mal angucken, von der Backfarbe her ist er schon in Ordnung. Ein bisschen was rausgequollen, man hätte den Boden ein bisschen weiter, also den Streuselboden ein bisschen weiter nach außen drücken können. Aber so sieht er gut aus. Ist auch durchgebacken. Jetzt werden wir ihn noch ein, zwei Stündchen auskühlen lassen. Oder über Nacht wäre noch besser. So, nach zwei Stunden ist halbwegs kalt. Um jetzt die Matte nicht zu zerschneiden, ziehe ich die erst raus. Und um die Torte danach noch zu bewegen oder den Pflaumenkuchen zu bewegen, schiebe ich jetzt so eine Aluscheibe runter. Jetzt schneide ich sie am Rand los. Und nehme den Ring ab. Jetzt werden wir sie mal anschneiden. Ist immer noch sehr weich, weil immer noch lauwarm. Also besser über Nacht auskühlen lassen. Ihr seht, durchgebacken und herrlich saftig. Hier seht ihr jetzt meinen Pflaumenstreuselkuchen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr nehmt das als Anregung, auch mal selber sowas zu machen. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst doch bitte einfach in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.